Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Die Schicksalsklinge. Ja, ein Urgestein in der Rollenspielgeschichte und das allererste Schwarze Auge-Spiel, das ich so kenne. Es fängt an mit Die Schicksalsklinge, dann kommt Sternenschweif und letzten Endes Schatten über Riva. Und das Schöne an dieser Serie ist, dass man die Charaktere fleißig aus dem ersten in den zweiten in den dritten Teil übernehmen kann. Dadurch wird das Ganze so richtig schön episch und wir können uns dann im dritten Teil erinnern, ach damals, das Schwert haben wir in dem und dem Teil gefunden und der Charakter hat da sein Amulett her. Das entwickelt sich dann so eine richtig schöne Spielmechanik. Das Spiel an sich ist schon ziemlich alt, wie ihr auch hier in der Grafik sehen könnt, aber dafür ist es recht komplex, hat tierisch viele Kleinigkeiten, die eingebaut sind. Also tausende von Zeilen an Text, die man einfach so von irgendwelchen Leuten auf der Straße hören kann und von Zufallsereignissen und von kleinen Nebenquests. Das finde ich echt super genial. Der Soundtrack ist auch sehr stimmig, passt perfekt rein und für alle Schwarze Auge-Fans ist das sowieso ein Muss, das entweder gespielt zu haben oder hier bei mir geguckt zu haben. Aber fangen wir gleich an. Ich habe eine Hintergrundgeschichte für unsere Gruppe vorbereitet. Denn ich will das Ganze auch ein wenig aufpeppen. Das Spiel an sich ist zwar schon sehr komplex und hat recht viele interessante Kleinigkeiten, die man so nebenbei erfahren kann, aber ich möchte das noch mehr beleben, indem ich halt jedem Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte gebe und auch eine Geschichte erzähle, wie die Gruppe sich überhaupt gefunden hat und warum wir überhaupt hier in diesem Travia-Tempel im Torwall gerade sind. Das seht ihr hier unten eingeblendet. Und die Geschichte erzähle ich euch einfach jetzt mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. Unsere Geschichte beginnt mit dem Recken Gerugon, der sich in eine Taverne begibt, da er einen ziemlich anstrengenden Tag hatte. Nicht nur anstrengend, sondern auch nervlich sehr zermürbend, denn seine Familie ist sehr wohlhabend und auch wohlbekannt und er ist ihren Ansprüchen nicht gerecht geworden. Dementsprechend wurde er aus der Familie verstoßen und weiß jetzt nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll und daher führten ihn seine ersten Schritte in eine Taverne, wo er sich erstmal richtig schön betrinken wollte. Kaum war das erste Bier bestellt, kam auch schon ein kleiner Mann auf ihn zu, wie sich herausstellte ein Zwerg, und bot ihm an, einen Humpen mit ihm zu heben. Natürlich müsste Gerugon dann bezahlen, aber wenigstens hätte er die Gesellschaft eines weltbekannten und weltweit gewanderten Zwerges. Da Gerugon nicht wirklich Probleme hatte, was das Geld angeht und er die Gesellschaft zu schätzen wusste, hat er ihn gleich eingeladen und so hebten die beiden einen Humpen nach dem anderen. Schon recht angeduselt begann Gerugon dann auch seinen Leid zu klagen und der Zwerg, wie sich herausstellte, hatte ein ebensolches zu klagen. War seins jedoch schon einige Jahrzehnte her. So wurde er doch auch, genau wie Gerugon, von seiner Familie verstoßen, hat jedoch seitdem ein sehr interessantes und auch sehr profitables Leben gelebt. Er war schon Schreiner und Juwelenschleifer und Händler, größtenteils Händler. Er hat auch schon mal sich als Söldner verdient, wenn auch nicht sehr profitabel. Er hatte sogar schon mal eine eigene Taverne, aber das Problem bei der Sache waren dann die anderen Zwerge, die ihn doch ganz schön arm gemacht haben, denn er konnte ihnen einfach kein Bier zu einem so teuren Preis anbieten. Aber sei es drum. Gerugon solle sich nicht so anstellen, das Leben geht weiter, mit oder ohne Familie kann man ein sehr schönes Leben haben. Was hat er denn jetzt so vor? Da stutzte Gerugon, er war sich nicht ganz sicher, seine ersten Schritte führten in die Taverne, danach hatte er nicht weiter gedacht. Vielleicht sich einem Heer anschließen oder sich als Söldner verdingen, sonst fiel ihm nichts Großartiges ein. Als er dies hörte, brach der Zwerg in schallendes Gelächter aus. Dem Heer anschließen. Etwas Dümmeres könnte einem ja gar nicht einfallen. Da kann man ja gleich in die Klinge springen. Nein, 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 meinte er. Ich habe eh vor, diese Stadt zu verlassen und du kommst dann als mein Handel, als mein Gehilfe mit und wir werden schon irgendwo unterwegs das ein oder andere Abenteuer finden. Dich hält doch eh nichts hier. Betrunken wie er war, hielt Gerugon das für eine grandiose Idee und sie würden natürlich sofort am nächsten Morgen ihre 7 Sachen packen und hinaus in die Welt ziehen. Als dann jedoch am Morgen die Preisscheibe immer höher stieg und der Hahn schon längst gekräht hatte, kam die Idee ihm nicht mehr ganz so gut vor. Das mag auch an seinem brummenden Schädel gelegen haben, aber der Zwerg ließ nicht mit sich reden. Er packte einfach Gerugons Sachen zusammen, der verblüfft daneben stand, aber auch nicht wirklich wusste, was er dagegen machen sollte, denn er hatte nichts zu tun.
und der Zwerg schien doch ein recht unterhaltsamer Gesell zu sein und zu wissen, was er tat, also könne man auch ruhig mit ihm losziehen. Und so machten sich die beiden auf Richtung Norden, einfach dem Abenteuer entgegen. Die zwei zogen einige Wochen durchs Land. Für den Zwerg war es eine recht langweilige Reise, doch Gerugon war fortan angetan davon, einfach nur durch die Welt zu ziehen. Jeder neue Hügel, jeder neue Wald war für ihn eine ganz neue Welt und auch die ganzen Menschen, die man kennenlernte. Der Zwerg winkte einfach nur abfällig ab, aber für ihn war es gleich etwas vollkommen Neues. Und er musste sich an all die neuen Sitten und Handschläge und Gefälligkeiten, die man so austauschte, erstmal gewöhnen. Für ihn schien das Abenteuer schon längst begonnen zu haben. Doch dann, eines Tages, an einer kleinen Furt, sahen sie eine recht ungewöhnliche Szene. Zwei Elfen, wie es schien, stritten mit einem Fährmann. Dieser habe hier wohl früher die Leute von der einen zur anderen Seite gebracht, als das Wasser noch wesentlich höher stand. Doch nun, da seine Lebensgrundlage fort war, zusammen mit dem Wasser, will er doch gefälligst auch weiterhin Münzen bekommen, dafür, dass man seinen Fluss passiere. Die Elfen sahen das natürlich nicht ein, wobei eigentlich immer nur eine der beiden Elfen gesprochen hatte, die etwas kultivierter aussah, und sie tat es auch ziemlich heftig. Sie meinte natürlich, dass der Fluss nicht den Menschen gehöre und schon gar nicht diesem einen Menschen, sondern der Natur selbst und wie könne man sich überhaupt erdreisten und so weiter und so weiter. Terek, der Zwerg, stupste Gerugon an und grinste nur. Doch Gerugon verzog die Brauen. »Wir sollten ihnen helfen«, meinte er. »Es ist nicht rechtens, dass er Geld dafür verlangt, die Furt zu überqueren. Zumal die Furt, wenn überhaupt, samt dem Fluss und dem ganzen umliegenden Gelände eh einem Adeligen gehört und nicht ihm.« Grummelnd willigt der Zwerg ein, stampft rüber zu dem Menschen, holt seine Axt hinaus und knufft ihm mit dem Stiel erstmal richtig schön gegen die Beine. Empört dreht sich der Fährmann um, doch der Zwerg lässt solch eine Schimpftirade auf ihn einprasseln, dass er schnell seinen Karren nimmt und davonzieht. Die Elfen wissen jedoch nicht so ganz, wie sie darauf reagieren sollen. Etwas verstört bedanken sie sich bei dem Zwerg und auch bei Gerugon und stellen sich erst einmal vor. Die eine sei Jalin, eine Auelfe, die andere Myrim, eine Waldelfe. Diese sprach die Gemeinsprache jedoch nicht besonders gut und hält sich daher eher an die Auelfe. Die beiden seien unterwegs nach Thorwal in einem wichtigen Auftrag. Doch, wie Gerugon und Terek gerade gesehen haben, seien sie nicht besonders gut darin, mit den Menschen umzugehen, da sie ihre Gepflogenheiten kaum kannten. Ob die beiden nicht vielleicht Interesse hatten, ein wenig Gold zu verdienen? Mit glänzenden Augen übernahm Terek sofort das Gespräch und er fragte allerlei Details und Kleinigkeiten, aber für ihn sei das Ganze schon sofort gegessen. Sie würden mitkommen und für jeden Tag mindestens eine Dukate auf die Hand bekommen. Die Auelfe willigte ein und übergab den beiden einen Beutel voller Münzen als Anzahlung. Den Rest könne sie jedoch erst auszahlen, wenn ihre Suche beendet sei. »Was ist denn überhaupt die Suche?«, fragte Gerugon. Worauf diese antwortete, ich habe eine Vision gehabt. Ich muss nach Thorwal reisen und ein großes Übel abwenden. Da guckten sich Gerugon und der Zwerg ein wenig misstrauisch an, aber zuckten die Schultern und verstauten erst einmal den Geldbeutel. Nachdem die wichtigsten Angelegenheiten geklärt waren, machten die vier sich auf zur nächstgelegenen großen Stadt. Dort suchten sie den Hafen auf und erkundigten sich nach Schiffen nach Thorwal. Ein junges Mädchen bot sich an, sie herumzuführen und ihnen die verschiedenen Schiffe zu zeigen, die am Hafen liegen, und sie wüsste auch, welche in den nächsten Tagen eintreffen würde. Es seien noch 2-3 Tage, bis ein schnelles Schiff nach Thorwal hier eintreffen würde, aber man könne sich ja in der örtlichen Taverne und in dem anliegenden Gasthaus die Zeit wohl recht gut vertreiben können. Und das taten die vier dann auch. Besser gesagt eher die beiden, denn die Elfen verzogen sich die meiste Zeit auf ihr Zimmer und waren kaum gesehen. Gerugon und der Zwerg, zusammen mit dem jungen Mädchen, tranken jedoch fröhlich vor sich hin und tauschten Geschichten aus. Für ein paar Münzen führte das Mädchen die Gruppe dann durch die Stadt und zeigte ihnen allerlei Sehenswürdigkeiten. So vergang die Zeit sehr schnell und der Tag der Abreise war gekommen. Als sich die Gruppe von dem Mädchen verabschieden wollte, winkte diese jedoch ab, packte ihren Rucksack bei den Händen und schließte sich einfach der Gruppe an. Was das Mädchen denn in Thorwal wolle? Ach, das sei nicht so wichtig, ihr scheint mir lustige Gesellen zu sein, und diese Stadt wurde eh langsam Fahrt.
Durch die unerwartete Begleiterin, die übrigens Gwendolyn hieß, war die Schiffsfahrt eine sehr schnelle Sache. Die Tage verflogen wie der Wind. Und eines Abends planten die Helden weiter ihre nächsten Abenteuer. Wenn sie in Torwall angekommen seien, müssten sie erst einmal eine Magierin oder einen Magier aufsuchen. Denn es gab zwar zwei Magiebegabte in der Gruppe, nämlich die Auelfe selbst sowie die Waldelfe, doch seien die menschlichen Magier auf eine andere Art doch recht praktisch, gestand sie ein. »Eine Magierin?« fragte Gwendolyn. »Davon haben wir doch eine hier an Bord. Sie verbarrikadiert sich den ganzen Tag in ihrem Raum, aber sie scheint wohl recht mächtig zu sein, wenn man der Angst der Seeleute trauen darf. Ich könnte sie gerne ansprechen. Vielleicht hat sie ja Lust, mit uns zu reisen. Sie wird bestimmt auch gegen Bezahlung nicht abgeneigt sein.« Und so dauerte es auch nicht lange, bis Gwendolyn Talana, so hieß die Magierin, überzeugt hatte, mit der Gruppe nach Torwall zu reisen und diese ominöse Gefahr aufzuhalten. Ihre einzige Bedingung sei, dass sie keine Bezahlung wolle, jedenfalls keine in Münzen, sondern sie wolle jedes Artefakt und jede Schriftrolle erst einmal in den Händen halten und wenn sie es haben wollte, solle sie es auch bekommen. »Sofern sie sich keine Rüstung und Waffen unter den Nagel reißt, soll mir das recht sein«, warf Tirik ein. Und auch die anderen waren schnell damit einverstanden, da so mehr Dukaten für sie übrig blieben. Die Reise nimmt ihr Ende. Torwall kommt in Sicht. Das Abenteuer beginnt.